Was eine Folge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Nachdem uns der letzte Freitag etwas enttäuscht zurückgelassen hat, droppt Star Wars The Bad Batch heute wieder mal eine richtig saftige Bombe. Von Minute 1 an überrascht Folge 14 mit einer Fülle von Easter Eggs und Querverweisen auf Star Wars Legends sowie einem gesunden Schuss Nostalgie. Und als wäre das alles nicht genug, halten wir auch noch einen Einblick in das kommende Staffelfinale sowie in das Ende der Kaminoaner. Abonniert Craft Motion und aktiviert die Glocke, um mit mir auch in Zukunft in spannende Folgen wie diese einzutauchen. Schon in der ersten Szene war ich Feuer und Flamme, als ich bemerkte, dass das Opfer der Hetzjagd eine Katan-Rüstung trägt. Ich dachte dabei schnell an Gregor und war umso erfreuter, als ich meine Vermutung später durch Rex bestätigte. Wir wissen nun also, dass Gregor nicht sofort nach seinem letzten Auftritt in The Clone Wars in die Wildnis geflohen ist, sondern tatsächlich zur Republik zurückgekehrt ist. Offenbar ist Captain Gregor ein ähnlicher Fall wie Captain Hauser. Es scheint nicht so, als sei sein Inhibitor-Chip jemals aktiviert worden. Ergibt auch Sinn. Republic-Kommandos arbeiten nur sehr selten mit Jedi oder anderen Klonen zusammen. Dass ein Trupp als Verstärkung für reguläre Einheiten gerufen wird und sich in unmittelbarer Gesellschaft von Jedi befindet, so wie wir es auf Kala gesehen haben, ist tatsächlich nicht der Regelfall. Normalerweise gehören verdeckte Missionen in Infiltration, Exfiltration und Sabotage zu ihrem Aufgabengebiet. Ich gehe sogar davon aus, dass die meisten Kommandos keinen aktiven Chip tragen. Wenn euch interessiert, wie genau dieser Inhibitor-Chip eigentlich funktioniert, dann klickt einfach auf das Video in der Infocard. Während die Schadenscharge die imperiale Einrichtung infiltriert, können wir einen Blick auf die neuen Sturmtruppen und insbesondere deren Rüstung werfen. Aber nein! Das sind nicht die Sturmtruppen, die wir kennen und lieben. Es ist eine Vorstufe, was bedeutet, dass die Fans, die die Stormtrooper-Rüstung als Phase 3 bezeichnet haben, die Nummerierung jetzt leider ändern müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich haben diese Rüstungen sofort an die ursprünglichen Entwürfe der Stormtrooper erinnert. Immerhin wissen wir, dass Star Wars unter Disney sehr fleißig dabei ist, Ralph McQuarrie's Konzeptzeichnungen umzusetzen. Bleiben wir gleich bei den Rüstungen. Neben den rekrutierten Soldaten gibt es in der Einrichtung immer noch ein paar Klone, nämlich Republic Commandos bzw. Imperial Commandos. Die meisten sind ganz normale weiße Grunts, aber einer hat bei mir mit seiner Rüstung Aufsehen erregt. Ich habe die alten Star Wars Shooter nie gespielt. Um meine Vermutung zu bestätigen, wandte ich mich daher an die Kostümdatenbank der 501st Legion und konnte feststellen, dass es sich bei diesem Klonkommando, der nur ganz kurz auftauchte, tatsächlich um Scourge handelt, ein Mitglied des Delta Squads. Wenn uns Scourge Gregor und das Bad Batch jagt, wobei er eigenartigerweise einen DC-15S Blaster-Karabiner anstelle des für Republic-Kommandos üblichen DC-17-Waffensystems verwendet, wird Gregor von mehreren Schüssen getroffen. Abgesehen davon, dass er kurz darauf seinen Auftritt in The Clone Wars erwähnt, bestätigt sich abermals, dass die Katan-Rüstung auch im Kanon und selbst in unvollständiger Form wahnsinnig stark ist. Wo wir schon von Republic-Kommandos sprechen, wir wussten ja schon, dass Captain Gregors Nummer mit CC beginnt, was mich persönlich immer etwas verwirrt hat, da Rex auch ein Captain von Geburt an ist und seine Nummer trotzdem mit CT anfängt. Da Gregor die Katan-Rüstung des Bad Batch als Hinweis sah, dass Hunter, Echo und Tech auch CCs sein müssen, ist davon auszugehen, dass CC gar nicht für Clone Captain, sondern für Clone Commando steht. In Legends gab es das Präfix RC für Republic Commando, beziehungsweise IC für Imperial Commando. Nachdem Crosshair als CT angesprochen wurde, dachte ich, alle Klonkommandos hätten im Kanon CT-Nummern, aber dem scheint nicht so zu sein. Bleibt nur die Frage, wieso das Bad Batch CT statt CC-Nummern hat. Vielleicht wollten die Kaminoaner die mutierten Klone erst antesten und teilten ihnen erst später den Aufgabenbereich und die Ausrüstung von Republic Commandos zu. Was ist eure Vermutung dazu? Als die Klone fliehen, kann Hunter die Stufen der Marauder nicht mehr erreichen und fällt hinunter in die Tiefe, wo er von den imperialen Sturmtruppen gestellt und gefangen genommen wird. Später trifft er in eine Gefängniszelle auf Crosshair. Über die Folge verteilt gibt es immer wieder Szenen auf Kamino, wo sich die Kloner darauf vorbereiten, ihre Heimat zu verlassen, um der möglichen Vernichtung durch das Imperium zu entgehen. Das bleibt nicht unbemerkt. So wird Premierminister Lamassu bald von Admiral Rampart konfrontiert, welcher feststellt, dass ein Politiker wie Lamassu ihm nichts mehr nützt. Kurz darauf wird der Kaminoaner mit zwei von Crosshairs Soldaten allein gelassen, höchstwahrscheinlich um sich seiner zu entledigen. Der Anfang vom Ende Kaminos. Ob und wie Nala Se darin verwickelt ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie nicht sonderlich darüber entsetzt zu sein scheint und dass Rampart die Arbeit mit der Wissenschaftlerin fortführen will. Ist das womöglich ein Hinweis darauf, dass Nala Se für die Klonexperimente auf Nevada mitverantwortlich ist? Kamino geht unter. Nur Nala Se bleibt übrig. Das erklärt, wieso wir in der Mandalorian menschliche Klone mit kaminoanischem Logo sehen. Menschen, die die Plätze der toten Kaminoaner füllen müssen. Langsam aber doch fügt sich alles zum anderen.
Mein Fazit zur neuen Folge ist jedenfalls durchwegs positiv. Nach Folge 13 waren der Aufschrei und die Enttäuschung groß. Sie ließ aber auch darauf hoffen, dass die letzten drei Folgen umso effizienter genutzt werden. Und wer weiß, vielleicht ist die letzte Folge sogar länger als üblich. Dass Lucasfilm sich das traut, haben sie ja schon mit Folge 1 bewiesen. Und wenn Dave Filoni sagt, das Staffelfinale von The Bad Batch soll noch emotionaler als das Ende von The Clone Wars werden, dann, meine Freunde, dürfen wir uns ab heute auf die nächsten beiden Folgen freuen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like und ein Abo auf diesem Kanal freuen. In letzter Zeit gibt es häufiger Themenvorschläge von Zuschauern. Das freut mich natürlich sehr. Wenn auch ihr interessante Ideen für neue Videos habt, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.